Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder beim Käfer. Heute ist das Tor offen. Man sieht gar nichts, es ist einfach Schnee überall, aber draußen ist es wärmer als drinnen. Ja, okay, ich werde heute mal ein Stück vom Dach rausflexen und eventuell schauen, ob ich ein paar Dellen rausbekomme. Also ich werde jetzt hier so rüber flexen. Dann da nach vorne flexen, auf der anderen Seite wieder rüber und da so raus, dass quasi diese große Delle mal weg ist. So lange sollte er eigentlich noch halten, da er auf der Grundplatte steht. Jo, genau. Dann werde ich halt mal schauen, ob ich diese Delle da zum Beispiel rausbekomme. Ob ich das schon mal irgendwie ein bisschen rausgebogen bekomme. Haben Sie schon was kreiert? Jawohl. So, jetzt haben sich die ersten Spannungen gelöst. Man sieht es ganz gut, das Dach ist mal rausgeploppt. Das ist sehr geil. Thank you.
Jo Leute, hier ist mir leider ein Fehler passiert, aber hier war das Blech so nahe beieinander, da habe ich leider durchgeschnitten. Das sieht man hier jetzt von unten auch. Das muss ich halt dann verschweißen, aber hier ist sowieso noch Arbeit zu tun. Ich wäre nicht so. Ansonsten ist das Dach jetzt weg, zumindest mal das Innenleben. So sieht das jetzt aus. Jetzt probiere ich, ob ich diese Kante hier als erstes mal rausbekomme. Ja, und wie man sieht, nur das Dach rausdrücken wäre nicht so geil gewesen, denn man sieht, hier ist auch noch viel Arbeit. Aber ich denke, das bekommt man alles noch gerichtet. Jetzt muss ich alles noch kontrollieren. Wie gesagt, hier habe ich leider zu tief geschnitten, man sieht durch. Aber hier war das Blech auch so nahe aneinander, dass das wäre sowieso nicht wirklich anders, hätte nicht anders funktioniert, denke ich. Jo, hier nach vorne geschnitten. Da war dieser heftige Knick, da war es auch ein bisschen kacke jetzt. Keine Ahnung, ich denke, auf dem Video hat man es nicht so gut gesehen, aber das war auch ziemlich scheiße. Da drüben ist dieselbe Geschichte, hier ist aber das Blech ein bisschen weiter auseinander. Das bedeutet, hier habe ich nirgends durchgeschnitten. Jo, jetzt sieht man hier die Kabelverlegung ganz gut. Hier sind die Kabel, da ist noch so eine Innenraumleuchte und da geht das Kabel zum Winkel runter. Und das ist der Kabelbaum, der nach hinten geht und hier wurde mal ein Licht. Also das Abblendlicht wurde mal nachträglich eingezogen. Hier auf dieser Seite hört der Kabelbaum hier auf. Geht nur bis zum Winker runter und da nach vorne.
Genau, das ist jetzt nicht das Brutale, eigentlich nicht so schwer. Hier oben war der Himmel eingefädelt und mit so einem Lederband fixiert. Natürlich jetzt nicht mehr, das war alles schon weggegammelt. Da kleben überall noch die Reste. Es war auch irgendwie so eine Isolierung da drin, aber auch nur auf einer Seite, also auf dieser Seite auch schon nicht mehr. Jetzt sehe ich gerade, dass dieser Holm, der geht nach hinten durch, sehe ich gerade. Also wahrscheinlich hier in diese Luftritze da rein. Das habe ich vorhin auch nicht gewusst. Also ist hier so eine, keine Ahnung, dynamische Belüftung oder was das ist. Also das ist nicht der Innenraum, das würde man innen sehen. Da leuchtet ein Licht rein. Das ist eher so hinten die Luftritze oder so. Das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite auch so sein. Ja, ist schon interessant, sowas hier auseinander zu flexen. Jo, hier sieht man auch nach hinten, unten, da ist Licht. Genau, da ist der Kabelbaum nochmal. Und hier war so ein Lederband. Mit dem war der Himmel da irgendwie fixiert. Das sieht man hier auch noch ganz gut. Irgendwie rübergelegt und verklebt, denke ich. Mit dem Lederband dann ein bisschen fixiert. Genau. So. Ja, jetzt werde ich diese Innenraumleuchte mal abklemmen und sehen, ob ich das Kabel da irgendwie rausbekomme. Das ist alles sehr verzwickt da drinnen. Es wird auch noch sehr interessant, ob ich das alles so schön bekomme, wie ich mir das denke. Hier sieht man jetzt auch ganz gut das Loch, was für den Gurt da mal reingeschnitten wurde. Ja, hier haben wir auch eine Delle. Genau, jetzt hole ich mir mal ein Stückchen Holz und einen Gummihammer und dann probiere ich mal, ob ich da irgendwas rausbiegen kann. So fangt man an. Jetzt bohrst du aber unten ein Loch rein, ja? Das war noch der Lack. Aber du musst einmal anfangen. Du musst einmal reinkommen. Okay. Da einmal kommst du. Ja, aber Rand musst du rein. Am Rand kommst du rein. Macht er jetzt nur keinen Stress, wenn ich so. Ich dachte, schauen wir mal, was, wir haben ja schon mal das aufgemacht beim Albert, beim DKW. Beim DKW hat er das auch. Da haben wir auch so angefangen, haben wir so Stehmeißen zurechtgeschliffen mit der Brennen, braucht man nicht dazu recht schnell. Jo Leute, jetzt hat mir mein Vater ein bisschen geholfen und wenn man da mal reinzieht, so wie das vorhin aussah, das sah ungefähr so aus. Jetzt sieht das Ganze schon so aus. Mega geil, das ist innen irgendwie so ein Holm, keine Ahnung, fragt mich nicht, für was das ist. Ich habe mal wieder überhaupt keinen Plan. Mega geil. Jetzt auch, wenn man sich die Tür ansieht, wie schön das schon rausgearbeitet ist. Natürlich fließen da noch Stunden rein, das ist mir schon klar, aber nur mal so als Zwischenstand. Jo, das meiste habe zwar ich gemacht, aber der Vater hat mir gerade geholfen, diese Delle hier raus zu klopfen. Da muss ich mir noch so ein Spezialwerkzeug holen. Man sieht es auf der Kamera nicht gut, aber da sind jetzt lauter kleine Dellen drin. Die gehören natürlich auch noch raus. Und natürlich ist das auch noch nicht so schön. Und von oben sieht, ist die Kante auch noch nicht gerade. Aber das wird alles. Es wird alles. Wir schaffen das. Sehr geil. 2 Stunden später, circa, sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe das Ganze schon relativ gerade bekommen. Ich meine, hundertprozentig wird das nicht mehr, aber da kommt eh innen der Himmel drüber, also das wird auch keiner mehr sehen. Ich werde mich da sicher noch ein bisschen spielen, wenn der Fokus mal hinhauen würde. Ich werde mich da sicher noch ein wenig spielen. Aber so sieht's aus, die groben Dellen sind weg. Ich habe schon einen ziemlichen Krampf im Unterarm. Es ist auch das hier alles schon relativ gerade, ein kleiner bisschen. Keine Ahnung, man sieht es, ein bisschen eingedellt ist es hier noch, das bekomme ich aber gerade nicht raus. Das werde ich eventuell, also ich habe es ja schon mal gezeigt, aber das da ist das alte Dach, das geht da unten so rein. Ich weiß nicht, ob ich das eingespielt habe, aber das werden wir ja noch auslösen. Und dann ist das da sowieso nicht mehr so dick von der Wandstärke her, dann kann ich das ein bisschen besser biegen, bevor ich das neue Dach einsetze, versteht sich. Sieht auch innen schon ganz gut aus. Jo, die ganzen feinen Dellen, also es waren überall so ein bisschen. Es war überall eingedellt, habe ich auch schon relativ gut rausbekommen. Aber wie gesagt, man sieht die ganze Kacke sowieso später nicht mehr. Also werde ich das, wenn alles ausgebeult ist, werde ich das mal mit der Drahtbürste schleifen und mal Rostschutz grundieren. Alles hier innen, das hatte ja original keine wirkliche Grundierung. So ein bisschen, aber nicht wirklich. Jo. Jetzt werde ich entweder dort oder dort weitermachen, keine Ahnung, vielleicht filme ich mal ein bisschen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Habe ich schon ein bisschen ausgedellt und so. Und so und so.
Ja, mal sehen, was es wird. Und hier sind die Hände eines Freundes, der gerade die Krummleiste runtergerissen hat. Und, verbogen hat das ja auch, dieser Schweinshund. Ja, okay. So geht's dahin, so geht's weiter. So, wir werden jetzt die Scheibe rausnehmen. Yay. Dafür werde ich jetzt, denke ich mal, da die Gummis sowieso alle im Arsch sind, einfach mal hier rüberschneiden. Und dann sollte das ganze Ding einfach rausploppen. Okay, das ging jetzt eigentlich ziemlich einfach. Wir haben einfach auf der Innenseite die Dichtung weggeschnitten. Also hier innen haben wir die Dichtung weggeschnitten und dann haben wir das Fenster einfach rausgedrückt. Jo, sieht eigentlich ganz cool aus jetzt so. Da fahren wir einfach ohne Fenster viel besser. So, jetzt ist die zweite Scheibe weg. Jetzt sieht man da ganz gut. Die haben einfach die Verkleidungen über den... über die, also Dichtung mitgezwickt irgendwie. Also das ist alles da so rundum. Keine Ahnung. Die fleißig arbeitenden Hände. Das sind meine Hände. Ich bin immer noch beim Blecharbeiten. Der Spezi von mir, der hat gerade diese drei Schrauben rausgedreht. Die sind von der Tachowelle. Einer ist hier und zwei sind da unten. Jo, genau. Und den Rest sehen wir dann später. Ich bin gerade hier im Eck am Verzweifeln. Das ist schon ziemlich kacke hier alles. Ja. Mal sehen. Das sieht eigentlich schon gar nicht mal so blöd aus hier. Aber da ab hier, ab diesem Riss, hier ist nämlich das Blech gerissen, weil es so vergammelt ist. Und da so nach vorne, da ist halt alles scheiße. Ja. Okay, also die Tachowelle ist eigentlich überhaupt kein Problem. Hier ist einfach so ein Vierkant, das ist außen mit einem Splitt gesichert und ist hier mit einem Vierkant drin. Das ist einfach hier mit einem Vierkant quasi drinnen, wenn es ein bisschen fokussieren würde. Das ist hier raufgepresst. Jo, das war's. Das ist die Tachowelle. Wie die allerdings jetzt da nach hinten rausgeht, keine Ahnung, das werden wir alles noch sehen. Jo. Okay, die Tachowelle war nur reingesteckt und hinten ist ein Gummi. Das wussten wir aber nicht. Jetzt haben wir da einfach mal, ja, die Bremstrommel runtergenommen mit dem Lager und so. Genau. Hier sind so Einstellgeschichten, mit denen kann man die Backen auseinanderdrücken und zusammenziehen. Habe ich auch nicht gewusst, das wusste er, der da mit den Füßen und mit den Händen. Genau. Er dachte aber, es ist nur einseitig, jetzt haben wir nur eine Seite gelockert, aber hier ist es zweiseitig, das heißt, es ist genauso schwer runtergegangen, wie wenn wir gar nichts getan hätten. Aber egal, es ist learning by doing. So, vorne waren zwei Muttern mit Linksgewinde und dazwischen war ein Blättchen, das liegt hier. Das war auf der einen Seite quasi umgekrimpt über die vordere Mutter, damit die Mutter halt hält. Jo. Genau, jetzt bauen wir das wieder zusammen, damit der Reifen wieder rauf kann. Und dann schauen wir uns irgendwas anderes an. Yay!